George Clooney hat zwar immer wieder beteuert, dass die Ehe nichts für ihn sei, doch nun hat der ewige Junggeselle seine Meinung geändert. Seine Auserwählte ist die in Beirut geborene Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin. Sie hat unter anderem den WikiLeaks-Gründer Julian Assange vertreten und Kofi Annan beraten. Kollegen der 36-Jährigen und Clooneys Mutter haben die Verlobung mittlerweile bestätigt. Daneben wird Clooney künftig nicht mehr als Botschafter für die Vereinten Nationen tätig sein, wie offiziell bestätigt wurde. Seit 2008 war Clooney in dieser Rolle vor allem in der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan unterwegs. Leider bleibe ihm keine Zeit, diese in angemessener Weise auszufüllen.